Hallo, hallo und herzlich willkommen hier bei Zapunzels Orakel. Wir schauen auf die Tagesenergien. Das Orakel ist gültig genau ab dem Punkt, wo du es findest. Es ist zeitunabhängig und wir möchten jetzt einfach mal in Erfahrung bringen, was denn jetzt in den kommenden 24 Stunden auf dich zukommen möchte, auf uns zukommen möchte. Die erste Überschrift wird der Spirit. Und da fällt schon was. Der Schutzengel, du bist nicht alleine. Kann ganz gut sein, dass die Energien dich heute tragen und du irgendwo das Empfinden hast, du stehst unter göttlichem Schutz. Das scheint mir heute ein Tag zu werden, der sehr lichtvoll ist. Ja, da muss ich jetzt nicht viel länger drum rumreden, als das, was die Karte hergibt. Du bist nicht allein. Es kann auch sein, dass sich ein Mensch dir an die Seite stellt, der dich unterstützt, wenn es vielleicht Dinge gibt, die du tun darfst und die alleine zu schwierig sind. Oder wenn du das Empfinden hast, du brauchst ein bisschen geistigen Beistand im Weltlichen, im Himmlischen. Heute steht dir ein Schutzengel an deiner Seite. Das ist ja schon mal immer schön zu wissen. Dann haben wir hier den galaktischen Pilz und die göttliche Matrix und den unmarkierten Pfad und die Offenbarung. Da muss ich jetzt gerade sofort an diese Energieanhebung denken, die hier 2023 so richtig ihren Durchstart bekommen hat. Und ja, wir haben uns alle auf einen Pfad begeben, der uns unbekannt ist. Die Schwingung erhöht sich, die Schumann-Frequenz hat eine Frequenz erreicht, die die Menschheit bisher noch nicht erlebt hat. Das Ganze, die ganze Matrix, die ganze DNA ist dabei, sich umzustellen, dass sich das für den einen oder anderen schon mal ein bisschen merkwürdig anfühlen kann. Da muss ich, glaube ich, nicht viel drüber erzählen, aber dieser Pfad, auf den wir jetzt wandeln, das ist ein Pfad, an dem sich vieles offenbaren wird. Viele Lichtarbeiter öffentlich gemacht werden, wo das Herz anfängt zu regieren, wo viele Dinge aufgedeckt werden, die slapstickmäßig politisch und so weiter ja, an die Oberfläche kommen. Aber da will ich mich nicht weiter mit befassen und das auch nicht vertiefen. Da kann sich jeder seine eigene Meinung bilden. Wir sind auf jeden Fall irgendwie sowas wie Pioniere und ja, dürfen anfangen, unsere Pfade neu zu entdecken, unsere Wege neu zu gehen. Welche Frage darfst du dir denn heute, hupsala, stellen? Habe ich eine innere Wahrheit und wenn ich diese innere Wahrheit habe, tue ich sie kund oder entschuldige ich mich für meine innere Wahrheit, weil ich vielleicht jemand bin, der querdenken kann, weil ich vielleicht sowieso als schwarzes Schaf immer abgestempelt wurde, schon in der Familie. Was ist mit meiner inneren Wahrheit? Bin ich in der Lage, diese innere Wahrheit zu verkünden? Oder entschuldige ich mich dafür, dass ich bin, wie ich bin? Heute ist Mut gefragt. Das ist das Mantra des Tages. Heute ist Mut gefragt. Sei stolz auf deine Wahrheiten. Und ja, beobachte einfach, wo Punkte sind, wo du dich für dein Sein, für dich selbst entschuldigst. Warum ist deine Krone da an der Stelle nicht auf dem Kopf? Deine innere Stimme führt und leitet dich in der Regel nämlich immer in die richtige Richtung. Warum vertraust du dir da nicht? Und um was es heute ganz genau geht, das sagen meine Zapunzels. Ich möchte mich an dieser Stelle für all die zahlreichen Neuabonnenten bedanken. Ich freue mich da mächtig drüber, weil dieser Kanal bestimmt ein halbes Jahr fast stagniert hat. Deshalb bin ich um den Zulauf wirklich sehr dankbar und freue mich, dass ihr mich hier auf meinem Weg begleitet. All die anderen, die mir treu zur Seite stehen, die haben meinen herzlichen Dank natürlich auch. Und ja, wir schauen mal, was jetzt in den nächsten 24 Stunden so kommen möchte. Ich hätte hier gerne neun Karten, bitte Spirit. Bup, bup. Warte, da hat sich noch was gedreht. Ich glaube, da sind wir schon bei neun oder mehr.
heute kommt ein Geistesblitz auf dich zu. Es könnte sich auch in Form eines Gewitters äußern. Und zwar, gibt es da jemanden in deinem Umfeld, wenn du das jetzt nicht selber bist, dann gibt es jemanden in deinem Umfeld, mit dem du in irgendeiner Form einen Seelenvertrag hast. Das kannst du mit vielen Menschen haben. Ich rede jetzt hier ja bewusst nicht vom Zwillingsseelen- oder Dualseelenprozess. Ein Mensch, der dir sehr am Herzen liegt, der mit Unruhe in dein Feld kommen könnte oder aber der unruhig ist und du diese Unruhe spürst. Und ja, das könnte nochmal ziemlich anstrengend werden. Es ist gerade die Zeit, hier, ne, die Zellen und das Mindset und alles in die Heilung zu bringen. Immer wenn Heilungsprozesse vonstatten gehen, heißt das nicht unbedingt, dass Komfort stattfinden wird. Aber es wird so sein, dass auch wenn der Tag unter Umständen ein bisschen nicht ganz rund anfängt, dein Herz die Oberhand gewinnt, du aus dem Herzen heraus handelst, deine Empathie nutzt und diesem Menschen, der da so ein bisschen unruhig und erschöpft um die Ecke kommt, vielleicht sogar zur Heilung mitverhelfen kannst. Vielleicht bist du der Schutzengel des Tages für jemanden. Und es ist jemand, mit dem du größere Pläne hast, mit dem du vielleicht auch Zukunftspläne hast oder mit dem du heute Pläne schmiedest. Und genau dieses gemeinsame Tun, an einem Projekt arbeiten, ne, wie gesagt, das kann auch im Beruflichen stattfinden, genau dieses Gemeinsame wird dazu führen, dass dieser andere Mensch, wenn es jetzt nicht deine Energie ist, ich nehme es als Fremdenergie wahr, es reflexartig schafft, in die Leichtigkeit zu kommen und aus sich herauszukommen. Denn ja, du hast da praktisch wie so ein Katalysator gewirkt, hast Dinge an die Oberfläche bringen können beim Gegenüber, hast Potenzial entfalten können. Das geht natürlich nur, wenn du selbst schon sehr viel Heilung erfahren hast und in deiner Mitte bist. Solltest du derjenige sein, der erschöpft ist, kann ich einfach nur sagen, gönn dir Ruhe, sei zuversichtlich, dann wird dir heute ein Schutzengel an die Seite gestellt, in menschlicher oder himmlischer Gestalt. Bleibe einfach im Vertrauen. Das haben wir nämlich hier. Gut, noch eine weitere Mitteilung. Also irgendwas kann heute blitzartig auf dich herniederprasseln. Auch hier liegt die Alchemie auf dem Tisch. Du hast gerade den goldenen Finger. Jedes Projekt, das du beginnst, das wird zu Gold. Es ist Zeit zum Weitergehen. Es ist Zeit, das Alte, Abgetragene loszulassen, damit Raum für Neues entsteht. Ne? Alte Glaubenssätze, reflexartige Handlungen. Ich gehe jetzt reflexartig nicht mehr spät ins Bett, sondern mittlerweile eher früh. Das verändert den ganzen Tagesablauf, passieren noch ganz andere Dinge. Manchmal ist es schon mal gut, so diesen Alltagstrott ganz bewusst mal zu verändern. Und die großen Träume sind rausgehüpft. Denke nicht klein, stell dir vor, wie erfolgreich du bist. Na, wenn sich das jetzt hier auf das Finanzielle, auf das Berufliche bezieht, aber auch wenn du an das Thema Partnerschaft denkst, träume dir dein Leben groß und nicht klein und das Universum wird alles daran setzen, mit dir gemeinsam diese Träume in die Tat umzusetzen. Ich bedanke mich fürs Zuschauen, wünsche dir einen wunderschönen Tag oder wunderschöne kommende 24 Stunden, bedanke mich nochmal bei allen für die Zeit, die ihr mir widmet und ja, bleibt mir gesund und gerne bis zum nächsten Mal. Bis dann.